Yo Leute, was geht bei euch und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft 1.12.2 Projekt. Wie schon gesagt, in der Version 1.12 und ich habe mich da oben hingepflanzt, weil ich möchte hier ein neues Haus bauen. Das hat ja sehr lange gedauert, bis ich schon das nächste Haus am Start habe. Zumindest planmäßig. Das kommt dann nämlich hier hin und ihr seht, mittlerweile habe ich wieder ein Texture Pack drin. Mir gefällt's auch. Auf jeden Fall das Texture Pack, also es ist ja jetzt ein etwas älteres Texture Pack. Also nicht jetzt in dem Sinne älter, sondern im Sinne von ja, in eher älterer Zeit spielt dieses Texture Pack. Ich muss hier noch hinten ein bisschen aufschütten. Sehe ich jetzt erst. No. Oh. Ich habe schon gedacht, ich bin tot. Ich habe da schon kommen gesehen. So knapp am Tod vorbei bin ich noch nie in Minecraft hier. Seht ihr, ich wollte eigentlich viel, viel mehr mit dem Default Texture Pack spielen, aber jetzt kommt mir gerade wieder so richtig Lust auf ein Texture Pack, auch wenn es ein älteres ist. Mir kommt die Lust auf ein Texture Pack. Oh, alter Schwede, das hat mir eben richtig Angst eingejagt. Puh. Gut, damit da noch Wasser war, das war noch mein Glück. So, machen wir das noch. Mehr Erde habe ich jetzt nicht mehr. Aber ein kurzer Bug. So. Reicht das so schon? Nein, so müssen wir schon bauen. Dann nutze ich hier wirklich die ganze restliche Breite aus. Baue auch wirklich jetzt so. Da möchte ich das aber noch rüberbauen. So. Jetzt bauen wir mal richtig schönes. Mal wieder nach genau 10 Folgen. Das nächste alte Gebäude. Natürlich auch wie es in alten Zeiten so, glaube ich, mal war. Ich kenne mich noch nicht so aus. Schön Häuser eng aneinander. Ja, Fenster kommen auch, aber keine normalen Scheiben, sondern wie am Haus nebenan auch schon die Eisengitter kommen da rein. Und warum ich keine normalen Fenster nehme, seht ihr ja dort oben. Obwohl, nein, ich nehme dann lieber die Eisengitter. Ist besser. Leute, wer sich mit sowas Altem auskennt, kann mir mal unter das Video hier schreiben, ob das wirklich so ist, dass die Häuser wirklich eng aufeinander gelegt haben. Wie zum Beispiel hier, so ungefähr. Das ist jetzt gerade mal noch ein Weg, das ist eine Wegbreite. Hier ungefähr auch, dann gibt es hier, dann ist hier weit auseinander. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit dem alten Krams nicht wirklich aus, deshalb kann ich das nicht sagen. Das wirklich so ist. Ich hoffe mal, damit das so ist. Wenn ja, habe ich mein Glück. Und ich habe nichts Falsches erzählt. Wenn es falsch ist, dann habe ich leider was Falsches erzählt. Dass die Häuser schön eng aneinander liegen. So, haben wir. Also das wird auch wieder so, ich würde sagen, ein zweistöckiges Haus. Weil hier haben wir ja auch, wir haben ja schon mal ein Haus, eine Etage. Treppenhaus. Hier kommt die Küche rein. Dann mache ich hier die Treppen, damit man hier hochgeht. Das sieht nice aus am Ende, das sage ich euch. Werkbank bitte. Danke. Kommt hier hin. Dann crafte ich mir mal ein paar Stairs. Das dürfte ja reichen, hoffentlich. Ach so, ich hatte ja noch einiges an Eichenholz dabei. Ups. Das passt auf Anhieb perfekt. Seht ihr das hier schön? 8 heißt nämlich voll abgebaut. Und das ist geil. Jawohl, das passt mal wieder perfekto. Dann gehen wir mal noch hier rein. Das ist normales, der ist schon, ne?
Mist, sonst hätte ich nämlich jetzt gesagt, komm Leute, wir bauen da noch was rein. Das ist leider nicht so. Eichentür. Schwupp. Ich hätte jetzt gesagt, komm, dann gehe ich jetzt hier runter und baue einen Kellerraum, aber ja, das hat sich dann jetzt auch erledigt. So, dann geht es nämlich hier hoch. In den zweiten Stock. Halt, wartet mal. Na, ich will das ja schon so lassen, ne? Aber das Blöde ist da oben. Ich ziehe jetzt mal so die ersten Steine. So, das kann man ja so mittlerweile machen, ne? Aber hier ist eine Wand. Das würde bedeuten, ich müsste. Jetzt habe ich keine Axt dabei. Spitzhacke habe ich dabei, die könnte ich ja schon mal benutzen. So, baue ich mal da oben das da ab. Oh, das war zu früh. So, dann müsste ich nämlich abbauen. Müsste das machen, was ich so elendig hasse. Nämlich die Treppe woanders hinbauen. Dann halt da drüben. Kann ich wieder das Haus nicht so bauen, wie ich es wollte. Weil ich mal wieder nicht nachgedacht habe, ob das passt oder nicht. Naja, Mama ist halt auf die andere Seite. Aber ich glaube, ich werde das auch hinbekommen, damit es auf der anderen Seite gut aussieht. Hoffe ich zumindest mal. Und dass es auf der anderen Seite auch gut aussieht, weil wenn es auf der anderen Seite nicht so gut aussieht, ja, was dann, ne? So, ich möchte wieder in diese Richtung. Oder in die. Oder so. Auf jeden Fall soll ja hier zwei übrig bleiben. So, dann haben wir hier eine Wand. Dann ziehe die Wand. Gut, das passt wieder. Das passt zum Beispiel jetzt wieder, Leute. Das passt. Und diese Treppe werde ich auch so lassen. Sieht zwar blöd aus, aber ich lasse das jetzt einfach mal so. Ich weiß nicht, ob es im Alten auch so war, ne? Das machen wir mal weg. So, dann geht es nämlich hinüber. In den zweiten Stock, aber das hier ist ein Fehler. Weil das soll ja aus anderem Material werden. Das ist ja Boden. Also das kann auch weg, aber Hauptsache. Hauptsache, Leute, ist, ich habe schon mal hier die Treppe stehen. Und das sieht wirklich auch hier in der Ecke gar nicht so schlecht aus. Hier hätte es mir natürlich besser gefallen, weil es perfekt in die Wand passt. Aber ich wollte ja unbedingt so einen Zweier haben. So Zweier breit. Voila. Ist rausgefallen. Ab wieder rein da. So, hier ist die Treppe. Machen wir das aus Eiche. Das ist jetzt wichtig zu wissen. Mache ich das aus Eiche oder aus Birke? Eiche oder Birke? Ah, ich weiß es nicht. Ich guck mal, was ich da habe. Gar nichts. Auf der anderen Seite. Im Lager. Da wird schon etwas sein. Na, dann rennen wir schnell mal rüber. Wenn ich mehr Eiche habe, mache ich es aus Eichen. Wenn ich mehr Birken habe, mache ich es aus Birken. Und ich habe mehr Eiche. Und ich habe viel mehr Eiche. Und ich habe noch ein halbes Eck Eiche. Ich würde sagen, wir machen das aus Eichen, ne? Das brauche ich noch, das brauche ich noch. Und den hier brauche ich noch. Den hier brauche ich, um erstmal jetzt gleich alles auszuheben. Und ja, eine Folge mit Default Texture Pack und jetzt wieder mit einem richtigen Texture Pack. Jetzt wird die Lampe aber mitten im Weg sein, aber das ist mir alles Latte. So, hopp und hier hopp. Hopp, die Tür ist wieder drin. Jetzt fange ich mit dem Boden an. Ich muss aufpassen wegen der Schlucht. Sonst bin ich hier gleich wirklich dran. Das will ich ja nicht. Ich will ja am Leben bleiben. So, ich guck mal gerade, was sagt denn meine richtige Lautstärke? Und zwar, dass ich sehr leise bin. Ausgangspegel ein bisschen höher. So, und schon macht's gleich wieder viel mehr Spaß. Ich kann weiter weg vom Mikro wieder gehen, damit nicht mein ganzer Atem hier zu hören ist.
Aber ja, das sind schon Steine, ne? Also da ist schon die Schlucht. Uiuiui, da ist wirklich schon die Schlucht. Ich mache einen Eichenboden, weil, ja, ich habe einfach viel mehr Eichen gerade auf Lager. Deshalb Eichenboden. Aber ich finde, der passt hier drin. Das ist zwar ein, für alte Zeiten ein Riesenhaus, aber ich sag's mal so, lieber ein riesiges Haus als ein zu kleines. Leute, wisst ihr, was jetzt noch ein Vorteil ist? Ich habe Erde, um hier zuzumachen und um die Schlucht hinten dran zuzumachen. Na? Endlich mal die Schlucht ein bisschen zumachen. So, hopp, hopp, hopp. Oh, das Dach nicht vergessen. Das Dach habe ich aber, glaube ich, auch noch genug da. Nebendran ist noch ein halber Stack an Stämmen. Macht auch noch mal zwei Stacks Holz. Also für den Boden verbrate habe ich jetzt gut anderthalb Stacks schon verbraten. Na komm, nicht so. So. Ja, gucken wir mal, wie viel der Boden mich noch kostet. Anderthalb haben wir schon mal. Also wird es für oben vermutlich schon knapp. Hier, das muss ich jetzt noch machen. Das machen wir schnell so. 3, 4, 5. So. Jetzt gucken wir mal, was ist das Endergebnis? Endergebnis ist, heißt ziemlich knapp. So heißt es, weil das wird jetzt relativ knapp. Ich muss das da oben auch wieder wegmachen, weil das auch zum Boden gehört. Das kann ich dafür für die Wände einsetzen. So. Wir machen den Boden da oben. Ah, ich glaube nicht damit, dass für den Boden reicht. Eine Etage oben drüber. Nein. Das wird meiner Meinung nach nicht reichen, um hier das ganze Dach finito zu machen. Guck mal, ich habe jetzt nur noch einen Stack da. Das reicht nicht. Das heißt, ich muss doch noch mal vom anderen Holz was einsetzen. Das ist nicht ganz nach Plan. Aber es läuft ja hier eh nie nach Plan. Aber immerhin, wir haben sehr viel vom Dach fertig. Oder zumindest vom zweiten Geschoss hier fertig. Ich werde wieder so ein Dach hier bauen. Alter, das ist doch schon relativ viel. Aber es wird nicht reichen. Es wird nicht reichen. Aber nur knapp. Nur sehr knapp reicht es nicht. Sind das 2, 4, 6, 8, 10, genau um 12 Blöcke. Das heißt, drei Stämme reicht der Boden nicht. Hier kommt jetzt dann. Ja, doch. Das machen wir wieder mit dem Dach so, damit da direkt das Dach kommt. Halt, ich muss unten. Genau. Ich muss auf die andere Seite. Oder habe ich hier noch 12 Holz? Nein. Das heißt, ab wieder rüber. Drei Stämmchen holen. Und das Dach zumachen. Und dann praktisch genau das Haus da nochmal bauen, nur halt in eine Numero größer. Hier ist Holz, genau. Eins, zwei, drei. Genau. 12 Stück. So. Das muss auf den Block genau jetzt da reichen. Was für ein Dach machen wir, das ist die Frage von mir. Holzdach, würde ich sagen. Das heißt, wir werden jetzt alle und nochmal alle Birken, sage ich, Eichenstämme verpulvern für das Haus hier. So, weiß nicht, ob das schön aussieht, aber nun ja. So, jetzt rennen wir nochmal schnell rüber ins Lager. Ich werde noch da drüben ins Eisen holen. Das ist das Erste. Also ich werde da drüben auch noch craften, vermutlich. Ja, ich werde da noch craften. Ich werde Eisen holen. Alle Stämme davon werde ich holen.
Ich hole das Eisen. Stämme werden verarbeitet. Jetzt alle zu Stairs. Und wo ist hier Eisengitter? Hier, zack, zack. 32 müssen jetzt reichen. Einsortieren schnell das Eisen. Da hoch. Jetzt. Was mache ich zuerst? Dach oder Fenster? Ich wäre für Fenster. Ich persönlich bin für Fenster, dass die zuerst gemacht werden. Hier kann ich diesmal keine Fenster machen, aber hier kann ich ein Fenster klatschen. Hier kommt ein Fenster hin. Hier Einzelfenster? Wie breit ist denn das? 6, also hat keine Mitte. Aber die zwei weg. Ne, wie mache ich denn das? Ein Zweierfenster in die Mitte. So einfach kann es manchmal sein. Ganz easy peasy. Jetzt hier auch nochmal zwei. Hier auch noch ein Zweierfenster. Viele Fenster in dem alten Haus hier bei mir. Sehr viele. Jetzt schauen wir uns erstmal die Fenster von außen an. Ne? So. Na, ja, das ist not bad. Das hier auch not bad. Also, mir gefällt's. Mir gefällt das wirklich. Normalerweise bin ich ja ein totaler Noobie, was alte Häuser bauen angeht. Aber bei sowas, wenn ich das auf Anhieb so hinbekomme, da kann ich mir selbst auf die Schulter klopfen dafür. So, jetzt müssen wir erstmal das hier wieder wegputzen. Wie soll ich denn das Dach anfangen? So. Nee, Quatsch. Na, komm. So und so. Kann ich mal eine Reihe von ziehen. Das wirklich gut aussieht. Mist, war ja wieder klar. Na komm. So, ist eh runter. Ja, ja Leute, das sieht doch geil aus. Das sieht doch mal nach etwas aus. Das ist zwar sehr, 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 sehr eng am anderen Haus. Das ist, glaube ich, ein Block Unterschied jetzt hier. Ja, ein einziger Blockunterschied. Schau runter, nice. Aber jetzt hier muss ich jetzt gleich richtig aufpassen. Und ich muss auch noch mega jetzt farmen gehen. Aber offscreen oder in der Folge? Das ist jetzt meine Frage. Offscreen machen oder in einer Folge farmen? Na klar, dann bleib halt oben drauf liegen. Aber muss ich hoch jetzt. Was ich hier wieder nur war. Schaffe ich zumindest eine ganze Runde um das Dach, damit ich das sehe schon mal. Ja, da muss ich springen. Yep. Ja, ich schaffe eine Runde. Oh, müsste doch genau aufgehen, oder? Nein. Nein, es geht nicht auf. Aber wir können uns das mal ansehen jetzt, wenn wir dann eine Runde hier drumherum gehen. Und mal von hier gucken. Hier kommen ja überall noch Fenster rein. Aber das Haus, das sieht jetzt nach etwa aus. Hier von hier oben kann ich ja einmal gucken. Warte, wie viel fehlt denn hier? 2. Dann stipitze ich mal von hier oben 2 Stück. Ist ja nicht so schlimm, ne? Sind ja nur 2. So, jetzt haben wir dann die Umrandung vom Haus. Dann weiß ich also, wo ich das alles placen muss. Eins höher bitte. Okay. Und, ja komm, place. Ah, Mann ey. Dieses Dach, ne? Bis das mal fertig ist. So. Oh, eine ganze Runde haben wir schon mal. Und ich finde, das sieht geil aus. Leute, das kann mir niemand sagen, das sieht geil aus. Hier mache ich trotzdem Fenster rein. Weil das sieht dann auch etwas aus, auch von außen.
Na, da kommst du hier vorne hin, hast hier direkt mal zwei Fenster. Klar, von innen sieht das jetzt so etwas lalala aus, aber. 2-2. Ja. 2-2. Oder passt das wieder nicht? Sehen das von außen aus? Wie findest du das, mein liebes Häuschen? Das ist doch mal ein bisschen besser. Sieht auch von innen ein bisschen besser aus. Jetzt haben wir hier überall Fenster. Ne? Das Schlafzimmer hat jetzt also schon, die Küche hat ja schon ein Fenster jetzt. Warum möchte ich das wohl zur Küche machen, Leute? Ihr seht es am Ofen. Wo ist er da? Das Ding sieht wirklich aus wie ein richtiger Herd. Und deshalb möchte ich da unten eine Küche hinmachen. Doch, Leute, ich mache jetzt erstmal, suche jetzt erstmal eine Eisenaxt. Die wird vermutlich da drin liegen. Vermute ich mal. Tja, ich weiß, wo meine Äxte liegen. Hier auch noch eine Steinaxt. Und Leute, in der nächsten Folge gehen wir nochmal auf Tour und farben ein bisschen Eichenholz für das wunderschöne Dach für das Haus jetzt da hinten. Hier. Für dieses Haus sammeln wir jetzt gleich nochmal Holz. Nämlich Eichenholz. So Leute, aber ich verabschiede mich aus der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zeigt es mit einem Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ja, wir hören uns in der nächsten Folge von 1.12.2 wieder. Bis dann, reingehauen, Leute. Ciao.